Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht vor mir einen weißen Audi A3 stehen. Ja, hier gab es einen Baustellenunfall, Schrägstrich Straßenarbeitenunfall. Das Auto sieht echt wüst aus. Was wir hier machen und was hier passiert ist, mehr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Straßenbauarbeiten und das Unglück ist passiert. Weißer Audi A3 übersät mit schwarzen Teerpunkten ohne Ende. Also das Auto sieht fast aus wie so ein Zebra, gefleckt. Wäre dann eher ein Dalmatiner, aber ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, weißes Auto und komplett übersät mit schwarzen Flecken und zwar überall. Ob es jetzt die Frontscheibe ist, die Seitenscheiben, die Kunststoffoberflächen und halt natürlich auch der Lack. Hier werden wir jetzt einfach mal eine komplett intensive Behandlung durchführen. Ich will einfach mal schauen oder euch einfach mal zeigen, wie man sowas relativ stressfrei entfernt bekommt. Aufwendig wird es leider aber trotzdem werden. Wir werden jetzt hier in dem Fall eine Wäsche machen, wir werden eine Dekontamination machen, sprich wir werden noch hier mit Lösemittelreinigern arbeiten, wir werden das Fahrzeug auch einmal von Flugrost jetzt befreien. Intensive Vorwäsche, intensive Hauptwäsche und danach werden wir hier auch nochmal mit speziellen Lösemittelreinigern rangehen. Fahrzeug kneten und Fahrzeug polieren, das steht jetzt hier auf dem Programm. Wir werden einmal komplett alle Schäden, die entstanden sind, beseitigen. Das heißt, bleibt jetzt also dran, wir legen los, wir waschen jetzt erstmal, dabei nehmen wir euch mit. Ich denke, das wird ein schönes Vorher-Nachher und ich werde so ein bisschen was nochmal zu den einzelnen Arbeitsschritten dann sagen. Ich habe jetzt hier einmal von Polytop, dem Polystar, mir angemischt, 1:15er Verdünnung, also schon relativ straff. Und einmal natürlich den Insektenentferner. Insektenentferner ist klar, den Polystar verwende ich jetzt einfach ein bisschen stärker dosiert, weil ich hier wirklich eine gute Vorreinigung erzielen möchte. Ich versuche schon mal hier wirklich mit der Vorreinigung erstmal so viel Zeug wie möglich runterzuholen. Ich sprühe den jetzt auf, danach legen wir eine Schicht Sonax Multistar drüber in der Schaumkanone. Es liegt darin, dass der super schäumt und ist eigentlich für die Schaumkanone eigentlich prädestiniert. Werdet ihr im Video sehen. Sprich, wir werden jetzt eine recht scharfe, starke Vorreinigung verwenden, bevor wir überhaupt mit Lösemittelreinigern rangehen. Und im Anschluss geht es dann weiter, da zeige ich euch, welche Lösemittel kann man nehmen, welche sind gut dafür geeignet, welche sind ein bisschen schonender als andere. Bleibt also auf jeden Fall dran. Wir waschen jetzt erstmal, wie gesagt, Polystar, Insektenentferner, Multistar, Sonax, Redmax für die Flugrost-Dekontamination und dann sehen wir uns wieder. We saw a star in the east. We saw a star. We saw a star in the east, met the king and said our peace. As we traveled through the desert, looking for the king of heaven. Bring the gold, perfume and myrrh, we search far and wide just to serve. We've arrived, Bethlehem is ahead, this is all as the prophecy said. Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. And a baby was born. God yet humble in me, he was sent to protect the weak,
As we step in, we fall to our knees. The Messiah has arrived, yes indeed. The heavens cry out, let freedom ring. Bring the gold, perfume and myrrh. Accept these gifts, though it's less than deserved. We were faithful to the prophecies. Now we know who the Father is. As we depart, let it be known. King has arrived, the flame is thrown. As we travel through the desert, we found the King of Heaven. Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. And a baby was born. Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. The King is come. Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. Let His will be done. Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. Until kingdom come. Wir haben das Fahrzeug jetzt gründlich gereinigt, Felgen sauber, Rathauskästen sauber, Flugrost sehr gut schon mal angelöst, also kneten werden wir wahrscheinlich in jedem Fall, ihr kennt das. Gerade bei so sehr hellen Weißtönen sieht man alles, was braun ist und schwarz, sehr, sehr gut. Gerade wenn ich jetzt versuche, in der Vorreinigung diesen ganzen Schmodder, Teer und zu lösen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann natürlich einen lösemittelbasierten Entferner nehmen. Der Nachteil bei der Geschichte ist immer natürlich A, ich würde es nicht jedem Hobbyisten oder jemand, der nicht so in der Thematik drin ist, in die Hand drücken. Und vor allem der Lack muss relativ sauber sein bzw. trocken, denn lösemittelbasierte Reiniger funktionieren nicht auf nassem Lack. Die schwimmen sozusagen auf der Wasseroberfläche, können den Lack aber nicht richtig benetzen. Eine schonende, äußerst schonende Variante, die ich sehr gerne verwende, wenn ich jetzt so extremere Fälle habe, wie dieser hier, ist von Surfaces Tar X. Ist sehr mild, kann ich auf nassen Lacken auch verwenden. Es empfiehlt sich natürlich nicht unbedingt, weil ich das Produkt dann wieder verdünne. Aber aufsprühen, lange wirken lassen, riecht nach Kirsche und für viele, denen das wichtig ist, der ist 100% abbaubar. Den kann ich empfehlen, den werden wir jetzt hier schon mal für die grobe Vorreinigung verwenden, sprich aussprühen, wirken lassen und dann werden wir drinnen den Rest erledigen. Aber ich zeige euch trotzdem schon mal, wie gut der funktioniert, denn hier hinten in dem Bereich sieht man die ganzen schwarzen Nuppilis schon. Das heißt, wir benetzen jetzt das Fahrzeug. So, wir haben das Ganze jetzt 5 Minuten drauf. Man sieht sehr schön, dass der Film sehr deckend ist und das Produkt schäumt auch schön. Also der kann ruhig 5, 6, 7 Minuten drauf wirken. Das ist kein Thema, damit macht ihr auch nicht wirklich irgendwas kaputt. Also der greift jetzt auch aus meiner Erfahrung heraus Gummidichtung nicht krass an. Wie gesagt, der Lack kann auch ein bisschen feucht sein, macht auch nichts. Und man sieht sehr gut, der braucht zwar eine längere Wirkzeit wie so eine Lösemittelbombe, aber ich bekomme trotzdem allein schon in der Vorreinigung mit dem Produkt sehr viel Verschmutzung runter im Vergleich zu vorher. Warte. Gut, ich habe das ganze Auto hatte ich hier eingesprüht. Das heißt, wir werden das einmal noch so ein bisschen einarbeiten, weil Kneten, Polieren empfiehlt sich auf jeden Fall. Und ich will euch vor allem für solche Probleme nochmal 2, 3 andere Produkte einfach zeigen, die auch sehr gut funktionieren und einen Tick schneller vielleicht sind, dafür aber auch aggressiver. We'll be right back.
Auto ist trocken, steht jetzt in der Halle und ich denke, man hat sehr gut gesehen, was Tarex kann. Ist ein Produkt, das ich sehr gerne verwende, weil im Vergleich zu vielen anderen Teerentfernern, Klebstoffentfernern, wenn man einfach mal die Flasche rumdreht, das einzige Gefahrenkennzeichen, was man hier hinten drauf hat, ist ein Ausrufezeichen. Also man hat nicht dieses typische Lungensymbol. Man muss es einfach nur ein bisschen länger wirken lassen. Wir hatten es jetzt auf dem Lack 5 Minuten und ihr habt gesehen, also er hat dieses ganze Gelumper schon wirklich super gut angelöst. Ist ein Produkt, das leider Gottes, muss ich sagen, total unterschätzt ist, von dem man leider zu wenig hört für das, was es eigentlich kann und Anbetracht allem anderen. Habe ich ja nicht immer eine Flasche da, ich verwende das sehr, sehr gerne, gerade wenn ich sowas habe. Ist schon wirklich von der Reinigungsleistung sehr, sehr gut. So, wenn es jetzt natürlich aber ein bisschen schlimmer ist und wir haben ja hier nicht ganz alle Flecken wegbekommen, gut, wir hätten jetzt noch eine zweite Runde vielleicht machen können, aber ich will ja noch ein bisschen was anderes zeigen. Wenn es schneller gehen soll, wenn es aggressiver sein soll, gibt es noch lösemittelbasierte Teerentferner. Da sieht man noch meistens, wenn man jetzt mal die Flasche rumdreht, sind wir jetzt beim typischen Lungensymbol. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel bei Surfaces in derselben Produktfamilie bleiben will, hat man hier auch ein Ausrufezeichen plus eben dieses Lungensymbol, sind lösemittelbasierte Entfetter. Für jemanden, der, Teerentferner, sind lösemittelbasierte Teerentferner. Hier muss ich klar sagen, es sind Produkte, die ich einem Hobbyisten oder jemand, der überhaupt keinen Plan hat von Autopflege, würde ich jetzt nicht unbedingt als erstes in die Hand drücken, weil das sind noch Produkte, wo ich wirklich in der Lage bin, Schäden am Fahrzeug auch zu verursachen, wenn ich unsachgemäß damit umgehe. Wichtig ist, wenn ihr sowas hier verwenden solltet, in großen, gut belüfteten Räumen verwenden. Ansonsten Tor aufmachen, Garage aufmachen, was auch immer, denn die stinken schon sehr gut und gerade wie gesagt Lungensymbol, Lösemittel ist nicht gesund. Also entweder eine Maske verwenden oder idealerweise Tor alles aufmachen, einfach dass der Raum gut belüftet ist. Dann ist es auch so, achtet auf Gummiteile, denn ein lösemittelbasierter Reiniger macht nicht beim Teer Schluss, sondern der reinigt das, wo er drauf kommt, also Reifenflanken, Gummidichtung und sehen danach wirklich scheiße aus, die machen den Gummi extrem weich, können den Gummi aufquillen lassen. Das heißt, tragt das Produkt nur auf, wo ihr es auch wirklich braucht. Und vor allem lasst den auch nicht zu lange wirken, denn solche Produkte sind auch in der Lage, Klarlackschäden aufgrund der Lösemittel zu verursachen. Das muss klar sein. Ich habe jetzt hier von allen drei Produkten, die hier stehen, ich habe jetzt hier den von Analex, den Glue-X, also den Professional Glue-X. Ist auch sehr gut zum Teerentfernen geeignet, weil lösemittelbasiertes Produkt. Ich habe jetzt den genommen, weil die Flasche offen ist. Funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Der ist auch hier, hat auch hinten nur ein Ausrufezeichen drauf als Gefahrenkennzeichnung, aber nehmt da keine zu tiefe Brise davon. Der wird normalerweise mit einem Sprühkopf geliefert. Wenn ihr das jetzt mit einem Sprühkopf auftragt, so wie hier, sprüht den dort auf, wo nicht unbedingt Gummidichtungen oder sowas sind, also weg von Kunststoffoberflächen, das ist ganz wichtig. Und auch hier, lasst den einfach mal kurz wirken. Wichtig ist, wenn ihr lösemittelbasierte Produkte verwendet, so wie diesen hier, die Oberfläche muss trocken sein. Wenn ihr irgendwo noch Wasser habt, schwimmt der Reiniger sozusagen auf der Wasseroberfläche, weil eine andere Dichte wie Wasser und er kann überhaupt nicht reinigen. Also Oberfläche trocken, aufpassen, dass ihr nicht auf Kunststoff- oder Gummioberflächen kommt und wenn idealerweise, das sage ich jetzt auch, das werde ich jetzt auch hier beim Rest vom Fahrzeug machen, direkt ins Tuch sprühen, idealerweise in weißen Lappen nehmen, dann hat man nachher mehr Spaß, wenn man das Vorher-Nachher-Ergebnis sieht und auf die Oberfläche auftragen. Kurz wirken lassen und dann nach einer Zeit nochmal drüber gehen und idealerweise mit der Rückseite vom Tuch dann die Oberfläche dann wieder davon befreien. Und so arbeiten wir jetzt uns einmal ums Auto. Viel Spaß! We'll be right back.
Ja, ich würde sagen, ihr seht, dass an dem weißen Tuch sehr, sehr gut, also die untere Hälfte hier, wir lösen die Verschmutzung wirklich sehr gut an. Ich würde natürlich aufs Kneten nicht verzichten, das ist ganz klar. Beim Kneten geht ihr nachher einfach auf 100% sicher und wisst, dass ihr wirklich alles runterbekommen habt, bevor ihr euch ans Polieren wagt. Ihr spart euch so aber im Nachgang Unmengen Zeit. Ihr braucht mit dem Kneten länger, wie wenn ihr einfach eine kurze Runde mit einem lösemittelbasierten Reiniger drüber geht und die Verschmutzung anlöst. Es spart euch einfach Zeit. Zeit ist Geld. Gut, ich würde sagen, ich mache das Auto jetzt fertig. Das müsst ihr aber jetzt nicht unbedingt, müsst ihr mir nicht dabei zugucken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Video. Alle Produkte, die ich hier verwendet habe, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut also ruhig mal in den Online-Shop rein. Alle passenden Produkte findet ihr bei uns. Gut, ich hoffe ansonsten, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Oder noch besser, wir sehen uns am 12.11. zum Autopflege-Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet. Tickets und alle anderen Informationen auch unten in der Videobeschreibung. Schaut also da ruhig mal rein, holt euch euer Ticket und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum Weihnachtsmarkt. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch Fragen habt, Kritik, Anregungen, was auch immer, ruhig unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!